Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Nach längerer Zeit der Ruhepause, vier, fünf Tage, ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange das war. Aber es ist halt momentan wirklich mit Schule und ich arbeite gerade für einen anderen Server an einem Projekt noch mit an der Website für diesen Server. Da komme ich momentan echt extrem selten dazu, wirklich was zu produzieren und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ja. Jetzt das Video erstmal zu einem Video, welches spezieller ist, und zwar ein kleines Tag-Video. Ich wurde von Jan, also Brain Odin, getaggt. Es gibt 14 Fragen, also 14 Antworten, und ich würde sagen, wir fangen an. Also, wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt. Ja, mag man kaum glauben, ne? Ja. Bewerte Minecraft auf einer... Das ist Frage 2 jetzt. Bewerte Minecraft auf einer Skala von 0 bis 10. Sagen wir 8. Man kann viel machen, aber es wird nach einer Zeit auch ein bisschen... Also wenn man wirklich immer nur dasselbe spielt, irgendwann wird es ein bisschen langweilig, wie jedes Spiel wahrscheinlich. Aber dann findet man wieder was Interessantes, wie den Server jetzt, wo ich gerade für, in Anführungszeichen, arbeite. Und dann läuft es wieder. Also 8 von 10 möglichen Punkten. Alter, wie in so einer... In so einer, was weiß ich, für eine Sendung. Guck gar nicht so viel Fernsehen. Wie bist du zu Minecraft gekommen? Wie viele andere wahrscheinlich auch. Unter anderem auch durch Gronkh und andere Let's Player, die dieses Spiel halt in ihre Let's Play, in ihren Let's Plays gespielt haben. Und ja, viel anders war es bei mir auch nicht. Erst gecrackt geholt, dann auch selber ausprobiert und dann gesagt, ja, kaufst es dir. Und jetzt haben wir es gekauft. Zwar schon ein bisschen länger, aber ich habe es gekauft. Frage 4. Seit welcher Version spielst du Minecraft? Ist das hier, warte mal, ist das ein Minecraft-Only-Tag? Ah ne, okay, gut. Also, seit welcher Version? Ich habe mal in der Classic angefangen, ein bisschen zu spielen und dann habe ich wieder aufgehört und dann ab der Beta 1.7.2, da bin ich dann wirklich wieder richtig, dass ich das dann auch gecrackt, geholt habe und dann irgendwie ab der 1.8 habe ich es dann gekauft, ungefähr. Um den Dreh so. Wie sollte Minecraft sonst heißen? Minecraft 2. Keine Ahnung. Ja gut, also ich sag mal so, wenn ich Spielerfinder wäre, ich wüsste nicht, wie ich es nennen sollte und würde dann irgendwie irgendwas googeln und dann aus diesen gegoogelten Ergebnissen einen Namen raussuchen. Ich kann was machen, warte mal. Minecraft Alternative. Gibt es irgendwie welche Minecraft Alternativen? Hier ist auch ein bisschen vielleicht bekannter sind, weißt du. Irgendwie, vielleicht kann man sich ja da was zusammenwürfeln. Was habe ich denn hier? Cubelands, Blockmania, irgendwas mit Block. Blockland zum Beispiel, oder Blockminer, irgendwie so. Irgendwas mit Block und dann halt, was man im Spiel macht. Es geht halt darum, abbauen, aufbauen. Das heißt, Block Miner oder Block Mania oder Block Lands. Das würde alles schon. Würde sich alles schon irgendwie anbieten. Aber so eine wirkliche Alternative fällt mir jetzt auch nicht ein. Warum hast du mit Let's Plays angefangen? Langeweile. Langeweile und ja, warum eigentlich? Ich hab's ja, wie gesagt, bei Gronkh und bei den ganzen anderen großen Let's Playern gesehen und dann dachte ich mir, ja, probier's es mal aus. Hast Spaß gefunden daran. Und ich hab's auch mal eine Zeit lang ein bisschen wirklich wegen Stimmtraining gemacht. Wenn man sich mal die Videos vor einem Jahr anguckt, dann weiß man, es hat auch ein bisschen was gebracht. Aber eigentlich Spaß und Freude am Spiel und am Reden. Spaß am Reden. Schaust du Let's Plays? Nein. Momentan wirklich eigentlich überhaupt nicht. Da fehlt mir auch die Zeit zu. Und ich habe auch momentan nicht so Interesse daran, Let's Plays zu schauen. Vielleicht irgendwann wieder. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon.
Frage 8. Was hältst du vom Singleplayer? Er ist sehr alleine. Also, Singleplayer kommt oft das Spiel an. Ich sag mal, bei Portal macht er eigentlich relativ viel Spaß. Bei Minecraft kann er relativ schnell langweilig werden, wenn man da irgendwie schon gebaut und gebaut und dann passiert einfach nichts mehr. Dann wird er relativ langweilig, obwohl wir spielen wie Portal oder The Stanley Parable, geht das eigentlich voll in Ordnung. Kommt halt aufs Spiel an. Was ist gefährlicher, Blaze oder Enderman? Ich würde sagen Enderman. Da haben wir im Teamspeak schon eine Diskussion drüber geführt, auch mit Jan. Meine Argumentation war da halt, wenn du ein Spiel joinst, bist du zum einen in der Oberwelt. Wir begegnen also momentan erstmal nur Endermans. Das heißt, du kannst den Blazes aus dem Weg gehen. Im Nether kannst du ihn auch aus dem Weg gehen, weil die sind halt an einer Stelle, fliegen da hinterher. Endermen porten sich. Also von mir aus gesehen sind Endermen wirklich die Oberbabos in Minecraft. Und sind gefährlicher als Blazes, meiner Meinung nach. Was schmeckt besser, Kürbis oder normale Kuchen? Was? Ist das jetzt auf richtig bezogen? Ich habe Kürbiskuchen noch nie gegessen. Wenn das in-game gemeint ist? Normaler, der bringt mehr. Kannst du leider nicht abbauen, aber er bringt mehr. Nummer 11. Kennst du Wizard Games Wizard Gamblers privat? So. Ich kenne ihn nicht privat. Ich muss erstmal gucken, wer es überhaupt ist. Und dann ist mir aufgefallen, das ist der, der diesen Tag gestartet hat. Ich kenne ihn also nicht privat. Ich kenne ihn nur jetzt über Verzweigung und über Suchen durch YouTube und so weiter. Wie viele Menschen kennst du privat, die Minecraft spielen? Ja, ich denke mal so 4, 5. Also es ist nicht wirklich so das Spiel, was wirklich bei uns so, wenn man jetzt die TS noch dazu nehmen, die im Teamspeak noch dazu nehmen würde, kann man das schon privat nennen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall die ich jetzt wirklich aus der Schule und vom Privatleben kenne. 4, 5. Also mehr nicht. Was ist am wichtigsten in Minecraft? Keine Ahnung. Das Bauen. Nicht? Dieses PvP, das ist zwar geil, aber Bauen ist auch geil. Ich weiß es nicht genau. Also, da überfragt ihr mich jetzt. Und die letzte Frage, 14. Magst du Mods? Wenn nein, warum? Wenn ja, warum? Und welche? Ich mag Mods. Warum? Weil sie das Spiel erweitern. Also sie sind halt einfach nicht nur dieses Classic Vanilla Game Spiel. Jugado. Nein, sie erweitern das Spiel um Elemente oder wie Optifine um Performance, was ich extrem geil finde. Und meine Lieblings Mods sind Optifine auf jeden Fall. Ich finde den Shader Mod geil, nur er laggt. Wie heißt er nochmal? Madmos finde ich extrem geil. Diese Atmosphären-Sound-Mod. An Spielmodus, also ist ja auch sozusagen Mods, Modpack, finde ich Hexit am geilsten. Ist einfach dieses Magie und ja, dieses Erkunden in Hexit mit Dungeons und was weiß ich alles. Das finde ich extrem geil. So, dann fasse ich mich kurz jetzt zum Ende hin und würde mal sagen, ich habe noch zwei Leute zu taggen. Wen hat Jan denn getaggt? Till und Norm. Ja. Ich könnte jetzt mir ganz einfach. Ich muss drei Leute taggen. Nein! Warte, also ist er viel. Also als erstes würde ich sagen.
Ja, als erstes würde ich sagen, Tobi, viel Spaß. Dann würde ich sagen, Mirko, viel Spaß. Und dann, ja. Und dann. Ja, also die beiden erstmal. Problem ist ja, ich weiß nicht, wer schon alles gemacht hat, ne? Ich habe das jetzt, hab mich da nicht so informiert. Also erstmal die beiden und, es ist blöd, mir fällt nichts ein. Wen könnte ich denn da nehmen? Ich würde sagen, ich mache es einfach wie letztes Mal. Ich sag erstmal die beiden und wenn ich dann noch jemanden habe, steht da unten in der Beschreibung drin. Und, ja. Das war es eigentlich auch schon wieder von diesem Video. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Wenn nicht, wisst ihr auch Bescheid. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gibt ein baldiges nächstes Mal, denn ihr wisst ja. Naja, Zeit ist knapp. Vor allem bei mir. So. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Luca.